Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Kennt ihr schon Jobst, beziehungsweise kennt ihr noch Jobst? Der Joghurt mit Obst heißt Jobst. Mensch, was für ein cooler Name, den gab es schon vor ein paar Jahren von Dr. Oetker. Da gab es auch schon Jobst, das war so das erste Joghurtprodukt von Dr. Oetker im Kühlregal. Und ich weiß noch, dass ich das ziemlich lecker fand. Es war einfach nur Joghurt und Obst, aber ich weiß nicht, ob damals da auch schon noch ein paar andere Sachen drin waren, weil hier ist natürlich, ist ja auch, das heißt natürlich, hier ist auch noch Zucker mit drin. Ich würde es richtig, richtig cool finden, wenn Jobst wirklich nur Joghurt und Obst wäre. Das wäre mal richtig geil konsequent. Es ist allerdings nicht so viel Zucker wie in anderen Joghurts drin, glaube ich. Weil wir haben hier auf 100 Gramm haben wir 13 Gramm Zucker. Da gibt es deutlich zuckrige Joghurts auf dem Markt, deswegen der Jobst hat schon etwas weniger Zucker, was ich ganz cool finde. Der Jobst ist aber auch ein bisschen kleiner als früher geworden, meine ich. Ich meine, früher war der 150 Gramm, oder? Was ich auch nicht als negativ empfinde, denn so haben wir eine kleinere Portion und die gesamte Portion hat im Becher 125 Gramm, 114 Kalorien, was ein schöner, lockerer Nachtisch ist, sage ich mal. Ich messe das immer so anhand eines Duplos. Ein Duplo hat, glaube ich, so 99, 100 Kalorien und dann esse ich doch lieber einen ganzen Jobst hier, ihr Lieben. Und habe sogar noch Obst dabei. Jobst und Obst. Der Name ist auf jeden Fall schon mal richtig cool. Und ich bin gespannt, ob der mir noch schmeckt. So sieht der aus, der Joghurt mit Obst. Falls euch um die Fummelei gerade wundert, mein Akku sagt schon gerade, Mensch, Junkfood-Guru, fass dich kurz, noch 10%, aber das kriegen wir noch hin. Der Joghurt, Jobst, gibt es übrigens in drei Sorten, wieder Himbeere, Kirsche und Pfirsich, Maracuja. Was ist eigentlich deine Lieblingssorte? Ich probiere gerade den Joghurt. Der ist von der Konsistenz her ein bisschen cremig, sehr, sehr cremig, aber anders cremig als zum Beispiel dieser Froop. Die beiden stehen ja direkt im Wettbewerb. Mal gucken. Bei Froop haben wir das Fruchtpüree ja komplett durchpüriert. Hat Püree so an sich. Und die haben wir noch ganze Stückchen drin. Und die Stückchen sind ganz lecker. Nur die Textur, die ist mir durchgerührt, schmeckt es. Aber die Textur ist schon anders, als man es sonst vom Joghurt kennt. Und mit Textur meine ich so, wie sich etwas so von der Konsistenz auf der Zunge anfühlt. Es ist gut cremig geworden, aber anders, wie man es sonst kennt. Vielleicht so ein bisschen mit aufgelockert, luftiger, ich weiß es nicht, schmeckt aber wirklich in Ordnung. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt der Jobst tatsächlich 8 Punkte von mir. Entdeckt habe ich nur zufälligerweise im Penny beim Einkaufen, den gibt es mittlerweile aber auch schon, glaube ich, seit 3-4 Monaten wieder im Handel und er kostet 49 Cent. Und ich glaube, das ist alles, was wir wissen müssen. Geschmacklich finde ich ihn echt okay, ist jetzt kein Überflieger, aber ist auch nicht schlecht. 8 Punkte hat er deswegen bekommen. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!